Seit gut einer Woche gibt es eine Actionkomödie mit Mel Gibson als abgerockten Weihnachtsmann in der Hauptrolle als VOD abzurufen. Der Film sollte ursprünglich ins Kino kommen und damit geht es hier jetzt um Fat Man. Kris Kringle hat es als Weihnachtsmann nicht leicht. Er ist in die Jahre gekommen, seine Methoden sind eher ungewöhnlich und auch der Griff zum Alkohol ist ihm nicht fremd. Das größte Problem aber sind seine finanziellen Sorgen, denn seine Einkünfte bezieht er aus den Verträgen mit diversen Ländern über die Anzahl der produzierten und gelieferten Spielzeuge. Aber in einer Welt, in der die Kinder immer unartiger werden, braucht es immer weniger Geschenke vom Weihnachtsmann. Und so muss Kris, um seine Treue neuen Helfer zu bezahlen, einen Pakt mit dem US-Militär eingehen, während ein boshafter Junge einen Profikiller auf ihn ansetzt. Fat Man geht 100 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist seit dem 4. Dezember 2020 als VOD abrufbar. Ist eine Actionkomödie, wie eingehend erwähnt, mit Mel Gibson in der Hauptrolle. Beim Trailer dachte ich schon, okay, das sieht absurd, skurril und freaky aus. Mal gucken, was das für eine Nummer wird. Und am Ende ist es ein Film geworden, dessen Actionanteil leider für mich in vielen Momenten nicht wirklich funktioniert, der auch gegenüber dem Trailer den Erwartungen deutlich reduziert ist, der aber eigentlich dann punktet, wenn Mel Gibson mit einer relativ guten Präsenz diesen abgehalfterten Weihnachtsmann, den man ansieht, dass er schon so viele menschliche Abgründe erleben musste, in seiner Kantigkeit des Gesichtes wiedererblicken kann und da in dem Moment, wo der Film ein bisschen ruhiger wird, er lebt und er funktioniert. Die dann ringsherum konstruierte Geschichte eines Mannes, eines Profikillers, die Enttäuschung über Weihnachten eines Jungen, der glaubt, dass ihm alles Richtige zusteht, und einem Weihnachtsmann, der dann doch mal zu der einen oder anderen Methode greift, ist in manchen Momenten ziemlich cool und in anderen funktioniert der Film leider überhaupt nicht und ist dann wieder auch in großen Teilen vorhersehbar. Sodass es wirklich schwierig ist, diese Achterbahnfahrt der Gefühle bei Fat Man wiederzugeben. Am Ende aber eher ein Film, der mich tendenziell enttäuscht hat. Dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Mel Gibson als Kris, der wirkte sehr bemüht und vor allem diese runtergerockte Version eines Weihnachtsmannes, der im Grunde schon in der Bar steht und einem anderen den Tipp gibt, zu Weihnachten einfach zur Familie zu fahren und natürlich damit überrascht, was er alles weiß über andere und gleichzeitig immer noch ein Bierchen oder einen kurzen kippt, denkt man schon, okay, das ist jetzt hier die Weihnachtsmann-Idee dahinter, aber der im Grunde mit einer immer wieder spürbaren Leidenschaft seinen Beruf eigentlich liebt und die Traurigkeit der Welt in sich trägt, die immer egoistischer wird und die Me, Myself and I-Mentalität in erster Linie praktiziert. Das nehme ich dieser Figur ab und finde sie nämlich auch spannend an dieser Stelle und sie lebt dann in den Kanten und Namen. Und auch wenn es ein bisschen actionreicher wird, glaube ich eben noch so dieses kantige, kernige, körperliche, da performt Mel Gibson so, dass ich denke, ja, sehe ich eigentlich ganz gerne. Das funktioniert mit Walton Goggins nicht so richtig als Skinny Man, als Profikiller angesetzt. Er spielt immer gerne beziehungsweise immer wieder so diese fiesen Rollen, diese bösen Rollen, so der Gangster, der Gauner, der Bösewicht. Und das funktioniert, wenn er Dinge sagt, wenn er spricht. Nur sobald wir in die Action-Parts gehen, funktioniert das in Fat Man gar nicht. Wenn ich ihn auf einer Übungsranch sehe und er dann ungefähr 5 verschiedene Waffengattungen versucht zu bedienen, auf Ziele zu schießen, wirken die Schritte dazwischen, die gerannt werden, aber auch die Art und Weise, wie die Waffen getragen werden, nicht besonders geübt. Da hat man beispielsweise immer einen Keanu Reeves im Hinterkopf, wie er für John Wick trainiert. Wenn man da nochmal lässig irgendwie die Waffe dreimal am Finger dreht und den Halfter packt, dann hat man eher so ein leichtes Gefühl von, okay, das soll mir jetzt transportieren, dass er mit Waffen voll gut umgehen kann. Und das wird dann nur getoppt, wenn der Besitzer dieser Anlage ankommt und sagt, wieder eine neue Bestzeit. Und denkst so, ernsthaft jetzt? Und das funktioniert dann leider in den Action-Parts nie. Ich glaube, den diese Waffengattung handhaben zu können, irgendwie nicht so richtig, hat mich zumindest immer wieder rausgebracht. Das bedeutet, dass wenn Walton Goggins spielt und wir quasi alles so auf seine enttäuschte Art und das um Weihnachten geht und diesem Ziel, das er vor Augen hat und er seine Pläne schmiedet, das funktioniert noch ganz okay, die Figur ist und bleibt aber trotzdem ziemlich eindimensional und deswegen leider zu generisch. Aber gerade im Action-Part, und wir sind hier bei einer Action-Komödie, die schon mal nicht wirklich lustig ist, funktioniert aber auch der Action-Part nicht. Und das macht wirklich hier ziemlich schade. Und dann hätten wir noch Chance Hurstfield als Billy Whannan, ein Junge, der einfach völlig verzogen ist und gewohnt ist, immer der Beste zu sein, anderen droht, die vielleicht mal besser sind als er selber. Eine vollkommen überzeichnete Figur. Damit kann ich aber leben, weil es vielleicht noch so in dieses Weihnachts-Setting-Gedanke eingebaut ist. Ihr merkt aber, ich tue mich mit den Figuren insgesamt, außer Mel Gibson selbst, dann schon ziemlich schwer, das so einzuordnen und zu sagen, der Film hätte an der Stelle für mich funktioniert. Die Kameraarbeit ist soweit okay. Ich habe mir den Film auch auf einer Kinoleinwand vorstellen können. Ich mochte vor allem im Szenenbild, was zwischen Billys Zuhause und dem Nordpol
hin und her wechselt. Dieser Gedanke einer realen Version einer Weihnachtsmannfabrik. Nicht immer so dieses glänzende, leuchtende Weihnachtsdorf mit Happy Elfen ringsherum, sondern alle, die da quasi arbeiten und produzieren für die Weihnachtszeit. Das hat so eine Art raue, roughe Variante davon. Die mochte ich. Die Musik war soweit okay. Hatte manchmal Gefühle transportieren wollen, die sich nicht einstellen wollten, weil der Film das nicht hergegeben hat. Kostüm und Make-up ist eben so von abgehalfterten, abgefuckt bis hin zu den Figuren untermalen, so adrett ordentlich erwartbar. Manchmal ein bisschen zu überzogen sein. Die Effekte für mich okay aus, nicht immer handgemacht, aber konnte ich mit leben, sage ich am Ende. Mel Gibson funktioniert für mich in Fat Man. Der Ansatz dieser Version eines Weihnachtsmannes mochte ich und auch dieser Set-Gedanke, wo er wie produziert und lebt. Aber für mich funktionieren die Bösewichte nicht wirklich in Fat Man. Die Action lässt leider zu wünschen übrig und in weiten Teilen ist der Film vorhersehbar. Am Ende bleiben da 5,5 von 10 möglichen Punkten als Actionkomödie bei mir übrig, 4,5 insgesamt und das leider nicht viel. Und damit sind wir durch mit Fat Man als VOD leih und abrufbar seit dem 4. Dezember. Und damit bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme schauen.